Ja, wir haben gestern den Muttertag gefeiert. Ich habe auch mit meiner Mutter zusammen gesessen. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Sie hat Blümchen bekommen, wie sich das so gehört, nicht wahr? Aber es ist ja damit nicht getan. Wie die Vorrednerin schon sagte, wir müssen uns täglich bemühen. Meine Mutter ist mittlerweile 92. Sie ist immer für mich da. Sie ist immer, wenn ich sie brauche, ist sie für mich da. Das ist einfach toll. Und deshalb kann ich gar nicht genug Danke sagen. Denn ich habe so eine tolle Familie gehabt und habe sie noch, dass ich da nur immer wieder sagen kann, so muss es sein. So behütet, wie ich aufgewachsen bin, da kann man nur von träumen. Ne? Das war wirklich gut. Aber danke an alle Mütter, die hier die Kinder zu guten Menschen erziehen mögen und wollen. Danke nochmal an alle. Man kann es gar nicht hoch genug würdigen. Aber nun wollte ich nochmal zu einem anderen Thema was sagen. Wir haben gerade gehört von den Tomatenrettern, die sich um die alten Sorten kümmern, die sich kümmern, dass diese nicht aussterben. Der Staat ist ja drauf und dran, sowas alles kaputt zu machen. Ne? Ich habe jetzt gerade erfahren, die Bauern haben zum Beispiel Anfang des Jahres einen Fragebogen bekommen. Dort wird gefragt, welches Saatgut sie verwendet haben, welches Saatgut sie ausgebracht haben, wo sie das Saatgut her haben. Wenn sie eigenes Saatgut genommen haben, was sie am Jahr zuvor geerntet haben, dann sollen sie darauf auch noch Steuern bezahlen. Das kann doch wohl nicht angehen. So kann man doch mit unseren Bauern nicht umgehen. Dass man die so knechtet, dass sie so vom Saatgutunternehmen abhängig sind, wenn sie kein Getreide oder keine Saat vom Saatguthersteller nehmen, dass sie dafür bestraft werden und dafür Strafzölle bezahlen müssen. Also dagegen müssen wir ja vorgehen, ne? Das geht ja gar nicht. Solche Sachen. Unsere Bauern wissen doch am besten, was für uns gut ist. Und die sind doch auch daran interessiert, eine gute Landwirtschaft zu leisten. Aber dieser Leistungsdruck, der wird immer größer, immer größer. Und dadurch kommt es zu diesem unsäglichen Einsatz von Chemie, damit alles schneller, einfacher, besser geht. Wir sind früher auch ohne Chemie ausgekommen. Wir haben auch gute Ernten gehabt. Zwar nicht in diesem Umfang wie heute, aber es ging auch. Wir haben die Rüben zum Beispiel haben wir mit der Hand gehackt. Das waren noch Zeiten mit der Hacke über dem Feld. Jeden Tag einen Morgen Rüben hacken. Aber heutzutage muss alles mit Spritzmitteln, heutzutage muss alles Chemie. Diese Chemie, die sinkt ins Grundwasser. Wir verseuchen uns. Das ist sagenhaft. Vor allen Dingen auch die vielen Abfälle aus der Pharmaindustrie, die ins Grundwasser gelangen. Sie verseuchen das Grundwasser, das ist kaum wieder gut zu machen. Das sind solche Sachen, die wir unbedingt ändern müssen. Wir brauchen saubere, klare Lebensmittel. Sei es Wasser, sei es Grundnahrungsmittel, sei es alles. Ohne Chemie, ohne alles. Einfach, wie sie auf dem Feld gewachsen sind. So soll es sein und da müssen wir wieder hin. Zurück zur Natur. Aber ohne Auto, bitte. Zu Fuß. Mit der eigenen Hände Arbeit, wenn es geht. Jeder kann dazu beitragen, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Jeder kann irgendwo auf dem Balkon ein bisschen was anbauen. Oder irgendwo in der Stadt, wo eine kleine Grünfläche ist, kann man Obst und Gemüse anbauen, die der Allgemeinheit dienen, die man selber ernten kann, die auch die Allgemeinheit ernten können. Man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ich denke, dann sind wir auf dem richtigen Wege. Denn dieses, was die Großindustrie uns hier vorsetzt, das sind ja keine Lebensmittel mehr. Das kann man ja wohl nicht mehr als Lebensmittel bezeichnen. Es ist schade drum, aber es ist leider so. Tun wir alles, dass wir dieses ändern, dass wir endlich wieder zurück zur Natur, die Natur endlich wieder den Stellenwert einnehmen lassen, der ihr gebührt, mit sauberem Wasser, mit sauberer Luft und mit sauberen Lebensmitteln. Danke.